Wo ist künftig sein Platz? An der Seite von Bundesinnenminister Horst Seehofer wohl eher nicht. Der scheidende Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sieht sich als Opfer einer Verschwörung. In einer zweiseitigen Abschiedsrede aus seinem Amt als Verfassungsschutzchef beklagte der 55-Jährige laut Spiegel, es gebe in der Bundesregierung linksradikale Kräfte. Die seien von Beginn an gegen die Koalition mit der Union gewesen. Gemeinsam mit der Opposition hätten sie seine umstrittenen Aussagen zu den Ausschreitungen in Chemnitz nutzen wollen, um einen Bruch der ungeliebten Großen Koalition zu provozieren. Maaßen war im Sommer in die Kritik geraten, nachdem er die Echtheit eines Videos angezweifelt und in einem Interview gesagt hatte, es gebe keine belastbaren Informationen, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben habe. Auch seine Kontakte zu AfD-Politikern hatten für Irritationen gesorgt. Das Aus für ihn als Chef des Amtes für Verfassungsschutz. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD verständigten sich darauf, dass Maaßen ins Innenministerium wechseln sollte. Daraus wird nun nach seiner Brandrede zum Abschied wohl nichts. Offen noch, ob er entlassen oder in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Und auch für Bundesinnenminister Horst Seehofer, der sich lange Zeit schützend vor Maaßen gestellt hatte, wird es eng. Als Verlierer bezeichnen ihn Stimmen aus der SPD, Kritik aber auch aus den Reihen der Union. Ich glaube in dieser Causa Maaßen überhaupt nichts mehr. Das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Wenn jetzt noch nachgekartet wird, glaube ich, dass der Bundesinnenminister sicher über Konsequenzen nachdenkt, sagt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. Und Linken-Fraktionsvize André Hahn fordert, Seehofer sollte am besten auch gleich seinen Hut nehmen.